Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Creative World. Und ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben bei unserem wunderschönen Haus. Ihr seht schon, neues Texture Pack in the Hood habe ich mir ein bisschen gepatcht aus Crafting, Farbo, Specs und Killer Crafter, das ist der Standard. Killer Crafter. Und ja, er hat jetzt gesagt, es closed und sieht nicht so toll aus. Ich habe keinen Plan, was ich hier reinmachen soll, deshalb fülle ich es einfach mal erstmal hier aus. Könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben. Und das mit dem Amboss, ich soll angeblich erst, also ich brauche wieder den Fans, irgendein, ist ja scheißegal, dann den Anvil und die Torch, die ich gerade weggeschmissen habe. So, dann probieren das Ganze nochmal, ah ja, das Item Frame. So, zack, ich glaube die Hintergrundmusik ist zu laut. Uno Momento. So sollte sie passen. Erst die Torch und dann den Anvil. Musste man sich nicht... Shit. Nein, da sollte der nicht hin. Man musste irgendwie von der Seite reinklicken, glaube ich. War das nicht so, oder von hinten? Es klappt irgendwie nicht wirklich. Aber okay. Werde ich mir halt ein Tutorial anschreiben, angucken. Ja, wo machen wir denn weiter? Also einen Keller hatte ich nicht geplant, deshalb... Also, ich will natürlich nicht bei diesem einen Haus bleiben, aber irgendwie sieht das Dach noch ein bisschen häselig aus. Deshalb werde ich jetzt hier noch Stairs, nicht Stars, sondern Stairs hinbauen. Ich achte nicht... Mann, ey, die ganze Zeit. Hört einfach. Die ganze Zeit fährt einfach kein einziges Auto vorbei. Oder kein einziges, keine Ahnung. Und jetzt, wo ich anfange aufzunehmen, kommen sie natürlich alle. Als würde hier eine Hochzeit gefeiert werden. Oh Mann. Also ich hatte es mir so vorgestellt ungefähr, dass wir jetzt hier so ein abgeschrägtes Dach bauen. Und vielleicht kommt da nochmal ein Dachboden rein. Da bin ich mir aber noch unsicher. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So. Und hier fehlt noch einer. Und jetzt hier noch eine Schicht drauf. Und dann da oben, da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich da drauf baue. Ausgeleuchtet ist es theoretisch für einen Dachboden. Aber... Ich habe mal was Schönes in einem Craft Attack Projekt gebaut. Wie gesagt, ich will mich da ein bisschen dran orientieren, habe ich glaube ich gesagt. Und deshalb versuche ich das jetzt mal. Kein Shader gerade, weil das Texture Pack schon ziemlich anspruchsvoll ist. Ihr könnt es ja mal versuchen. Komm, der gute alte Light Shader. Passt. Passt, oder? Ist nicht laggy. Sollte eigentlich gehen. Gut. Und zwar habe ich damals etwas mit Paints gebaut. Ungefähr so. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch mir so gut gefällt. Ich probiere es einfach mal aus. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den Weg hoch zum Dachboden machen soll. Und irgendwie ist gerade was falsch. Wie heißt denn das? Wo findet man das? Die mache ich mal aus, die brauchen wir nicht. Quality. Hä, Connected Texture ist doch an. Komisch, backt irgendwie rum. Werde ich mal gucken, was ich da machen kann. Und dann noch eine Schicht drauf. Sieht jetzt komisch aus, glaube ich. Aber so habe ich es halt damals auch gebaut. Da war nur mein Dach größer. Und hat ein paar mehr Kurven. Halt eine der wenigen Möglichkeiten, die trotzdem symmetrisch bleiben. Ist gerade bei solchen Dächern immer eine kleine Kunst. Und Craft Attack habe ich dann einfach hochgezogen, aber weil ich mich mega für Glasdächer immer interessiere, vor allem für später wird das noch relevant, denn dieses Texture Pack hat was ganz Besonderes an sich. Ja, wird das sehr schön. Denn die Nacht bei diesem Texture Pack ist wirklich... Da bleiben euch... Zum Kack. Mann,
Da bleibt euch der Mund offen stehen. So, habe ich doch nochmal geschafft. Und jetzt normales Glas. Uah, Gollas. Da könnt ihr auch farbiges Glas nehmen. Das könnt ihr dann mal wieder sagen, ob ihr da farbiges rein wollt. Oh ne, zwei Hufe ist immer kacke. Da werde ich noch so Stützen reinbauen, glaube ich, jetzt. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Schaffe ich das noch? Slash Fill? Nee. Geht irgendwie nicht. Könnte daran liegen, dass es eigentlich eine LAN-Welt ist und ich verkackt habe, die Cheats richtig anzumachen. Oder? Habe ich das so gemacht? Gut. Mal gucken, wie wir jetzt da reinkommen. Ladder. Das wird auch jetzt eine längere Folge. Ich werde über Nacht hochladen. Am besten fände ich das hier. Hier muss das wieder hin. Das muss dran. Das muss weg. Zack und zack. Weil wir ja immer noch auf Symmetrie achten wollen. Die Symmetrie. So ein Scheiß. Okay, da lasse ich mir jetzt was einfallen. Es ist auch ziemlich schwierig, die Parts immer zu benennen. Deshalb wundert euch nicht, wenn die vielleicht manchmal überhaupt nicht nach irgendwas benannt sind. Ich könnte die hier zum Beispiel jetzt, glaube ich, Dachbau nennen. Das passt. Mann, ey, warum schlägt denn die Tür genau? Es ist echt schrecklich. Gerade eben passt einfach nichts. Gar nichts. Okay, hier was richtig Gutes hinzudesignen wird jetzt echt schwer. Das nochmal weg. Erstmal gucken. Also hier müsste ja theoretisch noch Block sein. Block und Block. Und dann hier Leiter. Dann muss der Glaspane weg. Das ist ein kleineres Problem. Den können wir dann einfach hier wieder hinsetzen. Zack. Und dasselbe natürlich hier. Block, Block. Und Leitern. Jetzt fehlt noch da ein Block. Sieht so kacke aus, gerade mit den ohne die Connected Tech Schuss. Das dauert jetzt ein bisschen. Läuft auf jeden Fall. Jetzt sind sie aus. Jetzt mache ich sie an. Jetzt sollte eigentlich das Glas sich verbinden. Komm schon. Schaff es. Es dauert immer so ein bisschen. Wie, das hat jetzt nicht geklappt. Eigentlich sollten sich jetzt die Glaspanes hier so verbinden. Komm schon. Okay, jetzt sind wir seit 30 Sekunden das hier am Anmachen. Keine Rückmeldung, das seht ihr jetzt gerade nicht. Ist jetzt blöd, denn ich hatte eigentlich nicht vor zu schneiden. Wird das heute noch was? Okay, dann mache ich jetzt ein bisschen spontan. Ich werde das Video jetzt in zwei Parts aufteilen. Der zweite Part kommt dann morgen dementsprechend. Bis bald, bis morgen, bis irgendwann. Ciao!